Ich begrüße euch alle recht herzlich zu unserer nun schon traditionellen Ausfahrt nach Dresden vor das Finanzministerium. Dieses Jahr steht sie hier unter dem Motto: Auch wir wollen unseren Anteil vom Aufschwung kurven. Der Tag ist gut gewählt, 8. März 2011, 100 Jahre Frauentag. An dieser Stelle danke ich den Vertretern des Meteorologenverbandes, die für das Wetter verantwortlich waren. Jungs, das habt ihr toll gemacht. Liebe Kolleginnen, schließen Sie die Augen, wir gehen auf Zeitreise. 25 Jahre zurück, 8. März 1986. Vater, Lehrerzimmer. Da gab es eine Tasse Mokkafix. Man konnte den Boden der Tasse klar und deutlich erkennen. Ein Stück Eierstecker aus dem Konsum, die Ränder der Deckschicht leicht nach oben gewellt. Für jede eine Nelke. Und als goldenen Abschluss, als Stimmungsmacher, für jede eine halbe Flasche Muffatla oder Jesusmilch. Können sich für die Heimfahrt natürlich was einfallen lassen. Ich möchte heute Ihnen, liebe Kolleginnen, ganz persönlich für Ihre engagierte Arbeit, die oft über das Normale des Alltagsgeschäfts hinausgeht, danken. Und symbolisch zwei Blumensträuße an unsere heutigen Rednerinnen, an Frau Sabine Nierwold und an Frau Anne Voss übergeben. Statement übergebe ich nun das Wort an Sabine Gerold von der GEW. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße euch ebenfalls ganz herzlich zu dieser eindrucksvollen Kundgebung am bundesweit größten Warnstreiktag, der heute stattfindet. Wir stehen nicht allein. Den Rücken zu stärken.
Angebot. Das reicht uns, Kollegen. Es muss morgen in Potsdam etwas auf den Tisch. Dazu beigetragen haben, dass ich
dieser Freistaat Sachsen heute als PISA-Sieger, als Bildungsmusterland und inzwischen auch noch als Haushaltsprimus unter den Bundesländern aufmustern kann. Und ganz bewusst auf das Prinzip Teile und Herrsche gesetzt. Erst wurden die Pflichtstunden erhöht, aber bitte schön, schön differenziert zwischen den Schularten. Dann wurde die Teilzeitbeschäftigung schön differenziert zwischen den Schularten zur Beschäftigungssicherung eingesetzt. Und in dieser Tarifrunde sollen nun die Interessen von Lehrern und Lehrern gegen die anderer Beschäftigter im öffentlichen Dienst ausgespielt werden. Landtag immer wieder um jede Lehrerstelle.